Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Ja, wer jetzt lesen kann, weiß, wir zocken Mario Bros. Wonder, das einzige Let's Play zu diesem Spiel auf der ganzen Welt, vor allen Dingen zum Release-Zeitpunkt. Wir spielen natürlich erstmal klassisch als Mario. Man kann die anderen Charaktere hier auch spielen, die haben auch verschiedene Eigenschaften, darauf können wir vielleicht später mal eingehen. Zunächst aber erstmal Mario und zocken, komplett blind für mich natürlich, ist heute rausgekommen. Berry, euer Lieblings-Let's Player, der einzige zertifizierte Mario-Let's Player auf YouTube. Es gibt keinen anderen, alles andere ist Deepfake. Genau, ja, willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Mario und die anderen folgten einer Einladung von Prinz Florian, solange er nicht Silbereisen mit Nachnamen heißt, ist alles gut, und reisen zum ersten Mal dorthin. Ich bin gespannt, ich reise tatsächlich auch zum ersten Mal dorthin. Okay, es ist etwas verwirrend, dass der Deutsch redet, das... Aber egal, da werde ich mich dran gewöhnen. Hallo Luigi, wie geht es dir? Louis? Okay, scheinbar ist es hier so ein Tutorial. Wir laufen einfach mal durch wie ein paniertes Schnitzel. Ich freue mich unfassbar auf dieses Spiel. Es hat ja nur gefühlt 730 Jahre gedauert, bis nach Mario Bros. U der nächste Plattformer in 2D. Also als richtige Teil. Man könnte jetzt Mario Maker noch nennen, klar. Erschienen ist oder erscheint. Und ich freue mich. Ich meine, die Story... Ist es Oscar-verdächtig? Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, dass womöglicherweise jemand entführt wird. Wir wissen es nicht. Es ist natürlich hier alles nur eine Vermutung. Ja, ich überrede die Story, ganz ehrlich. Das ist Story in Mario. Das ist, gehört zwar dazu, aber das Gameplay steht natürlich im Vordergrund. Und ja, ich freue mich, dass ihr diesen Kanal hier gefunden habt und zuguckt. Wie ein alter Mann ein neues Spiel spielt. Sonst spielt der alte Mann auch mal alte Spiele. Oder andere Nintendo-Sachen, heute bei Mario Bros. Wonder. Es ist erstmal geplant, 100% zu machen. Ne? Also was 100% da noch immer heißt, wenn jetzt 100% heißt, farm ein Item x Millionen Mal, um dir alle... Ich will noch nichts erzählen, aber seht ihr ja gleich, man kriegt hier so Abzeichen zu kaufen. Ich weiß halt nicht, wie das alles ist. Aber es ist erstmal als 100% LP geplant. Aber wir schauen einfach mal, ne? Ich habe auf jeden Fall Bock. Und hoffe auch, dass das... Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das Spiel eventuell zu einfach wird. Und hoffe, dass ich mich irre. Dass sie ein richtig schön knackige Level zwischendurch haben. Auch mal vielleicht... Eine Spezialwelt am Ende oder so, die richtig schön schwer ist. Aber das alles werden wir später sehen. Was wir hier sehen... Ist natürlich erstmal, dass Bowser hier die Toads kidnappt, entführt, versklavt, wie auch immer. Nichts anderes sind wir von ihm gewohnt. Und ja, natürlich helfen wir Prinz Florian, nicht Prinz Plolian, sondern Prinz Florian. Und genau, der hat die Wunderblume gestohlen. Und das ist auch so ein bisschen das Hauptkennzeichen dieses Spiels, sage ich mal. Ohne das Spiel bisher gespielt zu haben, ist es komisch, das zu sagen, aber... Man weiß es ja schon, ne? In jedem Level oder in einigen Leveln wird es diese Wunderblumen geben, die die Level entsprechend verändern. Und darauf freue ich mich tatsächlich. Und es ist irgendwie... Jetzt fühlt sich... Klar, es fühlt sich neu an, weil es neu ist, aber... Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass ich genau weiß, was mich erwartet, ne? Wenn es jetzt New Super Mario Bros. U 712 wäre... Ach, das ist lieb, liebe Blume. Ich glaube auch an mich. Dann wüsste ich ja, was auf mich zukommt, aber dadurch... Man hat ja den Trailer gesehen, dass ich hier Röhren... bewegen und so. Ach, ich freue mich. Es ist alles so schön und so blind und ich sollte es einfach genießen. Und das tue ich jetzt auch. Willkommen im Blumenkönigreich. Ach, sogar mit Schwierigkeitsgrad. Schauen wir mal. Drücke B, um zu springen. Ah, das ist vollkommen neu. Das weiß ich nicht. Kriege ich das hin? Ja, kriege ich. Okay, es steuert sich. Ah, dass diese Blume redet. Das kann man auch ausstellen. Ich lasse es aber erstmal an. Vielleicht gewöhne ich mich da auch noch dran. Ist für mich nur gerade ein bisschen ungewöhnlich. Okay, man kann auch den Tweedle-Jump machen. Und man kann diese wunderschönen lila Blumen sammeln, wofür die auch immer sind. Was ist das? Ich laufe einfach mal hinterher. Ach so, das ist ja cool. Dadurch, dass ich die jetzt eingesammelt habe, zeigen die mir im Prinzip, wo ich hin kann. Und das hier ist auch schon das neue Item. Ist ja perfekt, da muss ich mir überhaupt gar nicht überlegen, über was ich hier reden muss. Sondern habe hier direkt den Elefanten. Und wir gucken mal, was der so alles kann. Tolles Wetter für ein Schläfchen. Ja, tatsächlich. Es ist gerade Mittagspause, wenn ich das aufnehme. Und zum allerersten Mal in meinem Leben nehme ich in meiner Mittagspause... Ah, nee, das stimmt nicht. Ich habe schon mal was in meiner Mittagspause aufgenommen. Aber das ist schon, glaube ich, 7 Jahre her. Gefühlt.
Und ja, ich freue mich, ich habe so viel Bock auf dieses Spiel. Und scheinbar sind diese Münzen die Sammelobjekte, wenn ich das richtig sehe. Kann ich auch irgendwie... Ich hatte gesehen, dass man irgendwie... Das ist ja geil. Ah, geil. Ich liebe diese Details. Dass man das Wasser aufnehmen kann, hatte ich nämlich in dem Trailer gesehen. Und... Ah, das heißt, diese Blumen... Okay. Ich sollte mich so ein bisschen in dem Spiel darauf einstellen, dass ich nie weiß, was passiert. Aber das ist auch das Schöne an der Sache, ne? Ach ja, Benjamin Blümchen. Früher hat man Benjamin Blümchen gehört als Kind. Habe ich auch, Fun Fact. Aber mittlerweile stehen die Kinder ja mehr auf Paw Patrol. Also meine Tochter zumindest auch. Ha, herrlich. Ach Mann, man kriegt sofort gute Laune, wenn man dieses Spiel hier spielt. Das ist so schön. Ich freue mich so sehr, dass dieses Spiel rausgekommen ist. Und das hier kenne ich schon aus dem Trailer, ehrlicherweise. Hier werden wir nämlich jetzt erst einmal eine Wunderblume einsammeln. Aber was jetzt passiert... Weiß ich nicht, okay. Ich kann diese Münzen hier einsammeln. Wahrscheinlich muss ich das auch. Okay. Was ich natürlich jetzt nicht weiß, ich weiß nicht, ob man das schon irgendwo gelesen hat oder gehört, ob dieser Effekt bis zum Ende des Levels jetzt anhält oder ob der nach einer Zeit wieder... Ah, Mist, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Boah, ich kann doch eventuell... Ja, doch. Jetzt hab... Ah, jetzt, schaut mal hier, ich habe 3 von diesen Münzen. 0,382, what the fuck. Und scheinbar muss man gar nicht alle von diesen Münzen einsammeln, sondern kann einfach nur so viele einsammeln, dass man im Prinzip die 3 hat. Dachte ich zumindest. Okay, einen Wundersamen habe ich jetzt scheinbar irgendwie nicht bekommen. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen. Egal, wir spielen mal weiter. Vielleicht geht das Level ja auch noch... Weiter, das ist auch so ein Punkt, wo ich noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, wie ich das mache. Ob ich jetzt die Level dann mehrmals spiele, um alles einzusammeln. Oder aber, ob ich einfach erstmal spiele. Okay, ich habe doch alles eingesammelt. Ob ich erstmal spiele und dann später das nachhole, da würde ich tatsächlich im Moment zu tendieren. Und sollten solche Sachen wie an goldene Fahne springen... Oh, das ist ja schön. Zu 100% gehören, was ich natürlich noch nicht weiß. Das sind so Sachen, die würde ich, glaube ich, einfach offscreen machen. Wir gucken einfach mal. Wundersamen werden uns nützlich sein. Das ist doch schön. Mehr, ich will auch mehr sammeln, tatsächlich. Ach, es ist schön. Okay, man kann nicht so hundertprozentig selbst steuern. Was kann ich hier machen? Level-Up-Zeichen. Aufsteller, das ist für den Multiplayer-Modus, den ich im Moment nicht spiele. Charaktere könnte ich speichern, könnte ich, ja. Ah, schaut mal. Hier sieht man, die Sammelgegenstände sind scheinbar die... Also genug von diesen lila Münzen einsammeln. Diese Wunderblumen und goldene Fahne. Okay. Das klingt erstmal vernünftig. Ob es Secret Exits oder so gibt, ja. Werden wir irgendwann bestimmt rausfinden. Ach, es ist schön. Und ich kann hier meine Mittagspause mit Mario verbringen. Das Schlimme ist dann, ich muss dann nachher noch weiterarbeiten, ne? Und erst abends, wenn die Kleine im Bett ist, kann ich weiterspielen. Ah, darauf freue ich mich dann schon. Und dann, ja. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das hier alles komplett irgendwie nur so als Let's Play aufnehme oder auch streame. Ich lasse mir das so ein bisschen offen. Vorteil beim Aufnehmen ist einfach, dass ich auch mal zwischendurch so ein bisschen spielen kann, wie jetzt hier in der Mittagspause. Beim Streamen, ja, immer längere Zeit gebunden bin, was gerade als Vollzeitarbeitender mit Familie manchmal ein bisschen schwierig ist. Okay, ich komme, also ich vermute mal, dass ich irgendwo da hinten in den Hintergrund komme. Was mir auf jeden Fall auch schon mal sehr gefällt, ist, dass es keine Zeit mehr gibt offensichtlich. Also ich finde ja zumindest gerade keine und vielleicht gibt es später welche in anderen Leveln. Aber, oh, die Animation ist ja cute. Anscheinend ohne Zeitlimit zu spielen, was erstmal wirklich sehr angenehm ist. Es steuert sich also wirklich sehr gut. Und ich kann da jetzt noch nichts Negatives sagen. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, ehrlich gesagt. Und ich denke auch, dass es so bleiben wird. Die Kritiken des Spiels sind ja wirklich überragend. Von, keine Ahnung, über 90%. Also kann man doch dahin kommen. Ja, kann man tatsächlich, ja. Schaust du. Das hier sieht irgendwie so aus, als könnte man dahin irgendwie. Na egal, wir spielen erstmal weiter. Aber ich habe mich immer noch nicht an diesen Sprecher gewöhnt. Ich lasse den jetzt mal an. Wenn ich das Spiel privat spielen wollte... Fliegt der runter? Nee. Wenn ich das Spiel privat spielen würde, würde ich vermutlich diesen deutschen Sprecher ausschalten. Aber wir lassen ihn mal an. Vielleicht gibt er mir irgendwelche Hinweise. Okay. Was hat sich verändert? Ah, das ist ein Side-Scrolling-Level. Wow, das ist ja eine unfassbare Veränderung. Die singen, wie geil ist...
Ist das geil. Oh Mann, ey. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ja mal sagen. Geil. Ich traue mich kaum was zu sagen. Also Piranha-Pflanzen können singen. Ich meine, gut, warum sollten sie das nicht können, ne? Also ich habe ja mit vielem gerechnet in diesem Spiel, aber nicht, dass hier Piranha-Pflanzen singen. Okay, ich habe nur einen Wundersamen, aber ich glaube, den zweiten kriege ich, wenn ich das Level abschließe. Okay, ich verstehe. Geil. Spricht für das Spiel, dass es mich überraschen kann. Also, oh fuck, ich dachte, da kann ich jetzt rein in die Röhre. Nee, kann ich nicht. Ja, gut, man hätte es so ein bisschen ahnen können, vielleicht, weil diese Notenblöcke da sind, aber ich hab's nicht geahnt. Ach, ist das schön. Ich glaube, ich rufe gleich meinen Arbeitgeber an und melde mich krank. Nein, mach ich natürlich nicht, aber ha, schön. Das finde ich auch hier schön mit diesem Hintergrund am 20.12., also ich nehme jetzt am Release-Tag auf. Nicht wie andere Menschen mit Emulatoren, Tage vorher. Aber das ist ein anderes Thema. Ich überlege gerade mal. Optionen, kann ich irgendwas... Ich will mal einfach nur gucken. Bewegungssteuerung, okay. Ah, hier kann ich sogar den Text ausschalten. Wir lassen ihn mal an, es gibt bestimmt Leute, die das toll finden. So, was sagt die Uhr? Wir sind erst bei 11 Minuten, ne? Der Barry, der rennt hier durch. Wie ein Profi, nein, ja, keine Ahnung. Alles gut. Muss ich den einsammeln? Ach, der bleibt ja stehen, da kann ich ja auch stehen bleiben. Der beschießt mich hier mit irgendwelchen Eicheln, ne? Was soll denn die Unfallversicherung dazu sagen? Was ist denn, wenn ich mich jetzt hier während meiner Mittagspause von dir treffen lasse, von so einer Eichel? Und ich mich dann verletze. Soll ich dann zum Arbeitgeber sagen und sagen, ja, tut mir leid, ich habe in der Pause Mario Bros. Gespielt und ich wurde von einer Eichel getroffen. Ich kann nicht mehr arbeiten. Ich weiß schon, was mein Arbeitgeber dann sagen würde. Ja, ich auch. Voll geil, das Spiel, ne? Ja, vermutlich würde er das nicht sagen, aber es wäre ziemlich witzig, wenn er das sagen würde. Und da ich ja mehr oder weniger, also es ist nicht in der IT-Branche, aber sowas Ähnliches arbeite, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der das gerade spielt. Gib mir meine Münze. Wieso bleibt er nicht stehen? Okay. Das Gute ist, er scheint gar nicht so auf Hektik zu sein. Also, wenn ich den jetzt nicht direkt sammle. Ich will eigentlich gar nicht hier so schnell durchlaufen, weil das alles so schön ist und so neu und so toll. Ich will dieses Spiel hier inhalieren. Ich will alles. Ich will keine Ahnung. Es ist so toll. Ich spiele es erst seit 15 Minuten und ich merke jetzt schon, dass das Spiel affengeil ist. Oha. Okay, da muss ich jetzt wahrscheinlich auf eine Eichel springen. Wow. Das Gute ist, durch jahrelanges Mario Maker und andere Spiele natürlich auch spielen von Mario, wird man so ein bisschen paranoid. Deswegen erkennt man jede Gefahr direkt. Und ja. Das könnte man natürlich auch mal irgendwann in Mario Maker einbringen, diesen Stil hier theoretisch, aber wird vermutlich ein bisschen schwieriger. Aber wisst ihr, was das Gute daran ist? Ich muss es nicht programmieren. So, ich werde es natürlich in jede Röhre mal probieren reinzugehen, einfach um eventuelle Geheimgänge oder sowas zu entdecken. Mal schauen. Achso, falls ihr übrigens das erste Mal hier ein Video von mir seht, hallo, ich bin der Barry vor den Gentle Idiots. Wir sind drei YouTuber insgesamt, die Nintendo Retro Indie RPG. Ich glaube, das trifft so ganz gut. Und ja, wählt die Gentle Idiots, denn sie sind sehr gut. Wir sind umsonst. Und das Gute, im Gegensatz zu anderen Politikern, die einfach immer reden und man denkt sich, ach, halt doch bitte deinen Mund. Man kann einfach bei uns oben Mist auf das X drücken und dann sind wir ruhig. Das ist der Vorteil bei den Gentle Idiots und wir sind umsonst, ne? Das ist toll. Was zum... Geil! Okay. Gratis Sterne? Nehme ich mit. Also mit diesen Wunderblumen... Ich habe so ein bisschen eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte. Ich habe auch schon ein englisches Review von einem YouTuber gesehen, den ich ab und zu mal verfolge. Und der hat so angedeutet, ohne spoilern zu wollen, dass sich auch einige Ideen durchaus von ROM-Hacks und Mario Maker-Leveln abgeguckt haben. Was ich aber
absolut okay finde. Und hat, der fand das auch okay, nur mal so am Rande. Von daher, achso, jetzt ist es wieder vorbei. Schade. Die Frage ist, das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich diese Wunderblume nicht einsammle? Ja? Ach Mist, ich muss sie doch an die Fahne. Egal, hole ich offscreen nach. Hatte ich ja schon gesagt. Das muss ich nicht in dem LP nochmal zeigen, wie ich das ganze Level mache. Wobei, andererseits, ich will ja wissen, was passiert, wenn ich den Wundersamen nicht einsammle. Das könnten wir ausnahmsweise mal hier gerade... Oh, guck mal, ich kann Emojis posten. Wir probieren das jetzt mal. Also normalerweise, wenn ich jetzt sowas wie Fahnenmast, sowas Banales vergesse, das werde ich nicht im LP nochmal aufnehmen. Aber in diesem Fall... muss ich mal gerade gucken. Wo konnte ich das sehen? Gehört ja scheinbar zu 100% dazu. Und ich will... Ich probiere mir jetzt mal diesen Wundersamen mal nicht einzusammeln. Ich hoffe, das geht überhaupt. Und ich will wissen, was dann passiert. Wir sind da quasi investigativ unterwegs, ne? Für die Wissenschaft. Wieso kriege ich hier keine Elefanten? Ich probiere mal auch relativ schnell hier durchzulaufen, keine Sorge. Damit ihr euch denkt, ach, der Barry, der zeigt immer das Gleiche. Ja, tue ich natürlich auch, aber... So ein Elefant wäre mal nicht schlecht, dass ich nochmal getroffen werden kann. Und dann laufen wir hier mal durch, geschwind, und ich hoffe, dass ich nicht irgendwie aus Versehen diese Blume einsammle. Und die Frage ist, also ich vermute, ich weiß es nicht, ne? Ich habe mich nicht spoilern lassen und habe mir ab und zu nur so ein paar Meinungsvideos angeguckt, aber ich habe jetzt keinen Test von dem Spiel. Achso, der wechselt immer durchgelesen. Das heißt, ich weiß theoretisch nicht, wofür diese lila Münzen da sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich davon diese Badges, ist glaube ich das englische Wort, ich weiß das deutsche gerade nicht, Abzeichen, genau, dass man sich dafür diese Abzeichen eventuell kaufen kann. Ist allerdings erstmal nur eine Vermutung, aber es ist irgendwie naheliegend, finde ich. So, der Elefant steuert sich überraschenderweise gar nicht so elefantisch, wenn man das so nennen kann. Wir laufen hier mal. Nein. Und... Okay, es ist tatsächlich einfach möglich, die Level auch ohne diese Wunderblumen zu spielen. Ja, gut. Haben wir das gelernt. Das heißt, wenn ihr morgen... Wenn eure Freunde euch fragen, kann man das auch ohne diese Wundersamen machen? Könnt ihr sagen, ja, ich habe das bei Barry gesehen. Ja, das geht. Okay. Ich muss mal eben fix auf meinen Monitor gucken. Ja, er will das Blumenschloss haben. Und der will die Welt erobern. Also Bescheidenheit ist nicht gerade seine Stärke. Aber gut. Nicht jeder Mensch ist bescheiden. Nehmen wir da vorne doch mal die... Achso, ich werde übrigens nicht diese ganzen Texte vorlesen, weil... ist die Story in diesem Spiel nicht so wirklich relevant und B... Vermute ich, dass die meisten Leute, die dieses Video sehen können, auch lesen können. Wenn nicht, da steht nur, dass Bowser böse war und wir die Welt retten. Oh, schaut mal. Ja, das hatte ich auch vermutet schon fast, dass diese Wundersamen im Prinzip mehr oder weniger von uns eingesammelt werden müssen. Also, wir sammeln ja alle, aber dass man nicht die komplett ignorieren kann, weil man sonst nicht durchkommt. Und was ist das da unten? Scheint irgendwie so ein Speziallevel zu sein. Mein Papa ist jetzt ein Schloss. Ach so, das heißt, er ist das Schloss und bekämpft es gegen Bowser Jr. oder was? Das ist ja ein vollkommener Story-Twist. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ach, schaut mal, da oben sieht man auch Schloss. Diese Schlosssymbole, ich habe 3, braucht man 6, habe ich. Dafür brauchen wir diese Wundersamen. Ja, gut. Ich finde das Gebrabbel und das gibt ja auch Leute, wie zum Beispiel mich, die mögen es nicht, wenn man in Spielen zu viel von Story vollgetextet wird, wenn einem die Story nicht gefällt. Oder absolut irrelevant ist. Und das, finde ich, haben die hier wirklich sehr gut gelernt. Abzeichen der Röhrenfelsenwiese. Okay. Oh, wir kriegen irgendwas geschenkt. Ist es etwa das Abzeichen der Röhrenhöhlenwiese? Genau, im Prinzip ist das das, was ich eben auch schon erklären wollte. Aber dann wurde ich abgelenkt von Florian. Oder von dem Level. Im Prinzip hat man Abzeichen, die man jetzt sammeln kann. Und dadurch hat man spezielle Effekte. Und wir kriegen gleich das Overpowered scheinbar direkt zuerst, okay. Denn wer Mario ein bisschen kennt, der weiß, dass über Level zu schweben, ja, nicht das Schlechteste ist, ne. Das könnte eigentlich auch in dem Spiel theoretisch dann möglich sein, dass wir so Achievements haben. Von wegen,
benutze unnützliches Abzeichen XY in einem Level und du kriegst einen Keks. Keine Ahnung. Würde sich irgendwie anbieten. Stimmt, wird mir jetzt noch erklärt, wie ich die ausrüste. Abzeichen Übungsplatz. Drücke... Okay. Ich überlege gerade, ich habe hier einen Nicht-Nintendo-Controller angeschlossen. Okay, da funktioniert Schütteln auch. Okay, ich habe den 3BTO, mit dem ich hier spiele, falls euch wundert. Ach so, man kriegt da keinen Boost nach oben, sondern... okay. Schwebt im Prinzip. Das heißt, der Twill wird durch ein Schweben ersetzt, ja. Muss ich mich... Das wird mich bestimmt ein, zwei Tode kosten, weil ich mir denke, dass ich nach oben komme damit, aber gut. Ja, da ist die nächste Pflanze mit 10 Abzeichen. Wir müssen die Level spielen. Kann mir sogar die Karte angucken. Das ist ja hier richtig fortschrittlich von Nintendo, ne? Ja, welches Level spielen wir noch? Eins würde ich noch machen, bevor ich dann wieder arbeiten darf. Yay. Außerdem geht meine Stimme gerade eh ein bisschen weg, wie ihr wahrscheinlich hört. Was ich mich allerdings auch frage ist... Option, Spieler, kann ich die... Okay, hier gibt es aber auch mehr Abzeichen. Nee, was ich mich frage ist, ob ich die nicht irgendwie ausrüsten kann, diese... Wunderschön Abzeichen. Wenn das Spiel mir Feuer gibt, dann mache ich mal Feuer. Ja, das werden wir alles noch lernen und ich freue mich, ich hätte vielleicht doch den Elefanten behalten sollen. Oder wie komme ich da durch? Ach, das ärgert mich jetzt. Wieso geben die mir die Feuerblume, wenn ich hier nicht durch kann? Oder spawnt der vielleicht neu? Aber irgendwie muss ich da doch auch rankommen. Oh, da ist doch mein Freund. Mach mal alles hier kaputt. Ja, er hat sich lieber umgebracht. Selbstmord ist keine Lösung. Ja gut, dann werden wir die eben mal eben einfach nicht holen. Ist auch okay. Wir müssen ja nicht alles holen. Ja? Wir müssen ja auch bescheiden bleiben. Der Baum ist langweilig. Ah, okay. Sind das hier für böse Wolken? Die sind ja niedlich. Ach, ich habe vergessen, dass ich das Item ausgerüstet habe. Ach, ist das toll. Jetzt ist nur die Frage. Ich laufe gerade nochmal zurück. Wir haben ja theoretisch schon endlich Zeit. Was ich hier vorne am Anfang machen muss. Die Frage ist, ist der Gegner jetzt am Anfang respawned? Vermutlich, ne? Kommst du? Nee. Ja, okay, dann machen wir erstmal weiter. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man hier rankommen soll. Ich mache das hier aber mal gerade bei allen Bäumen. Aber das... Ah! Schau mal einer, guck. Oh, jetzt haben die sich gegenseitig umgebracht. Das gibt's doch nicht. Könnt ihr bitte... Nein, die andere Richtung, ihr Süßis. Hier hin. Lass ich mich auch gerne für treffen. Wenn ich dann meine Münze kriege, ist mir das recht. Frage ist, treffen die mich jetzt? Ach so, ich kann gar nicht. Ich bin auf den drauf. Ich verstehe. Ja, ich musste mich hier kurz konzentrieren. So, jetzt darf ich nicht sterben. Das muss ich alles nochmal machen. Frage ist... Also hier sind auch wieder nur kleine Münzen. Ach, ist das schön. Das heißt, ich kann auf den quasi drauf reiten. Und man wird auch immer wieder mit einem Pilz belohnt, wenn man einen Checkpoint einsammelt. Das ist doch schön. Uah, ich hätte es nicht gedacht, dass der springt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Unterschied er sich irgendwie von den anderen, dass man das irgendwie sehen kann, warum der eine springt, der andere nicht? Okay, hier ist scheinbar irgendwas drin. Was? What the fuck? Man weiß ja wirklich nie, was in dem Spiel hier abgeht. Geh mal davon aus, dass ich hier drauf springen kann. Okay, das sollte ich aber, glaube ich, nicht. Ah. Ja gut, macht Sinn, ne? Und jetzt, okay, what the fuck?
Ja, ich meine, solange da irgendwelche Sachen zum Einsammeln sind, sammle ich die einfach ein. Ach, ist das schön. Drei? Was? Das war bestimmt was Gutes, was ich jetzt verkackt habe, oder? Das hätte ich bestimmt dreimal irgendwie anstupsen müssen. Wie komme ich an die denn dran? Ich weiß, ich habe jetzt Schaden genommen. Im Prinzip ist mir das egal, solange ich diese Münzen einsammle. Die ich bestimmt für irgendwas brauche. Im Zweifel für die Abzeichen. Du, komm mal her. Ach, guck mal, ich habe jetzt sogar noch ein Item in Reserve. Ich habe doch A gedrückt. Wieso benutzt er das nicht? Hä? Ich drücke gerade alle Tasten verzweifelt. Und bin deswegen fast gestorben. Okay. Achso, ich muss das gedrückt halten. Ah, ich verstehe. Ich muss gedrückt halten, nicht einmal drücken drauf, Barry. Du musst gedrückt halten und kriege ein Item. Ich verstehe. Muss ich auch hier mit diesen Neuerungen, ne? 20 Jahre lang konnte ich es gedrückt halten. Und jetzt auf einmal will diese neumodische Firma Nintendo von mir, dass ich meine alten Gewohnheiten ablege und statt einmal die Taste zu drücken, 3 Sekunden gedrückt halte. Das ist natürlich für einen alten Menschen wie für mich schwierig. Okay, hier hat mir irgendwas gefehlt, vermutlich, weil ich nicht genug von diesen Dingern eingesammelt habe. Ich bin verwirrt, egal. Im Zweifel holen wir das später einfach mal nach. Denn, ja, das soll es gewesen sein mit diesem Part. Mein erster Eindruck des Spiels ist mega, mega, mega gut. Ich habe unfassbar viel Bock und hier kann man scheinbar auch die Abzeichen, die Badges, dann auch tauschen, okay. Ja, wir werden das auf jeden Fall weiterzocken. Ihr werdet in nächster Zeit zugespammt werden mit diesem Spiel auf unserem Kanal. Seid gern dabei. Eventuell auch in Streams. Ich muss mal gucken, wie es sich so anbietet. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.